Hallo Leute, und da sind wir auch schon wieder zum nächsten Part von Skyrim. Wir sind auf dem Weg nach Weißlauf. Wie ich da jetzt hinkomme, weiß ich gar nicht so konkret. Aber ich auch wurscht, ne? Wir gehen einfach mal hier diesen Weg wieder lang wie vorhin und folgen dann dem Pfeil, der uns anzeigt, wo wir uns in etwa befinden. Also über die Brücke, und irgendwas war mit einem Wasserfall. Das ist ein Wasserfall? Aber ich glaube, der ist nicht gemeint, oder? Ach ja. Hier ist ein Schild. Ein Schild. Windhelm. Eva, Riverwood, Riften. Wo wollen wir hin? Flusswald. Riverwood hört sich doch stark nach Flusswald an, oder? Obwohl es mir in diese Richtung angezeigt wird. Traue ich diesem Schild? Es zeigt da lang. Okay, wir gehen trotzdem hier lang. Ich traue dem Ganzen nicht so. Ach Quatsch, wir wollen doch nach Weißlauf. Ach, dann stimmt das schon. Riverwood, wir kommen doch aus Flusswald. Ach Mann. Ich bin ein kleiner Trottel. Wir brauchen... Ah, okay, haben wir schon ausgerüstet. Ich mach das mal lieber. Falls hier gleich wieder ein Wolf um die Ecke gesprungen kommt. Oder kleine Hasen. Hihihi. Und ich lasse ihn einfach so liegen. Hier führt ein Weg lang. Oh, ein Wasserfall. Ein Wasserfall. Meint ihr, da kommen wir nach Flusswald so? So ganz leicht? Da hat sich was bewegt. Ein Wolf. Ich habe ja gerade eine furchtbar gute Idee. Deswegen fünfe ich mal lieber, was ich sowieso mal hätte machen können. Und... Ups. Und Lachs. Hier schwimmen nämlich diesen Wasserfall runter. Wow, ist das actionreich. Ist das Eck... Oh, oh, nicht auf die Felsen knallen, das wäre ungut. Das wäre ungut. Wohin führt mich denn dieser Wasserfall? Mal einen Zwischenstopp einlegen. Ja, gehen wir mal hier lang, ne? Jemand muss etwas unternehmen. Hm? Wieso? Ist okay bei dir? Ich würde an eurer Stelle bleiben, wo ihr seid. Warum? Ich bin zu einem Lager der Riesen unterwegs. Au. Und ich kann nicht garantieren, dass diese Monster euch nicht für einen Teil der Opfergabe halten. Haltet Abstand. Braucht ihr euch keine Sorgen. Genug! Das war scheiße. Ja. Ich dachte, das hat mir dann wenigstens nichts an, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Aber... Auch das ist doch unfair. Ein Glück habe ich gespeichert. Das war ein Hinterhalt von dem. Wollen wir nochmal den Wasserfall wegnehmen? Lieber nicht, ne? Dann kommen wieder so eine scheiß Krabben und machen uns tot. Och nee, ey. Unmöglich, unmöglich. Und wisst ihr was? Ich habe schon wieder nicht gestoppt. Naja, wir waren vorhin bei 11 Minuten. War die Stoppuhr jedenfalls. Ich hatte ja auch da angefangen. Erst später angefangen zu stoppen. Also machen wir so bis 21. Wenn das Spiel das zulässt, ja, tut es. Sag ich jetzt mal. Ach, das interessiert euch eh nicht. Ihr guckt den Dings und wisst, wie lange das geht. Ist das dieser doofe Farmer, der mich eben verarscht hat? Mich in den Hinterhalt gelockt hat? Oh. Ein Haus, ein Haus, ein Haus. Honig. Bräu, Brauerei. Ist das nicht irgendwie doppelt gemoppelt? Bräu, Brauerei? Oder... Nicht. Das ist eine Brücke. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
um in diesem Part noch anzukommen. Da ist eine Wache. Ich steck mal vielleicht die Flammen weg. Wo ging das? Hier, ne? Gut. Hey, du. Hell? Mit. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Ja. Da steht ein Haus zum Verkauf. Das Briesenheim. Ihr solltet bitte hoch oben in der Feste. Nee, nee, ich... hier sind ein paar Windmühlen, die man entdecken könnte. Wer bist du? Auch wieder nur eine dumme Wache. So, was Neues entdeckt. Der Eisfurchenhof. Wundercool. Und hier müsste noch was sein. Was ich jetzt entdecke. Hof der Kampfgeborenen. Okay. Ah, das war immer mein Problem. Ich bin immer bis hierhin zwar gekommen, aber dann habe ich ewig gebraucht, um den Eingang zu finden. Und wir sind schon wieder vom Weg abgekommen, aber hier sieht es halbwegs nach Weg aus. Vielleicht geht es hier nach oben. Also hinein in die Festung, was ich jetzt langsam auch nicht mehr glaube. Na, komm schon. Ups. Was sieht denn hier so nach Tor aus? Hier. Erstmal hier lang. Oder? Oder doch eher da lang? Ach, ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ich habe euch schon irgendwann mal gesagt, dass meine Orientierung miserabel ist. Und ich lüge nicht. Wäre komisch, wenn es am höchsten Punkt der Festung hineingehen würde. Dort, wo dieses kleine Häuschen steht, in dem der Jarl wohnt. Das ist mein Eingang. Nur für mich gemacht. Oder Kanalisation oder sowas in der Art. Komm schon. Super. Super, super. Wir gehen hier einfach einmal rundherum und irgendwann werden wir den Eingang schon finden. In der Zeit könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr heute so gemacht habt. Nö, dann langweilen wir uns alle nicht so sehr. Cool, noch ein Eingang für mich. Den Sterne von Weißlauf entdeckt. Oh, hi. Demnächst kommen übrigens auch neue Elkio-Videos wieder. Mir fehlt im Moment so ein bisschen die Motivation dazu. Jetzt sind aber 3, 4 schon geplant wieder. Oh, ich habe den Eingang gefunden. Zumindest den ersten Eingang. Cool. Cool. Also darauf könnt ihr euch dann auch freuen. Und Eragon werde ich nachher noch aufnehmen, wenn es hier anfängt zu doll zu laggen, weil mein Laptop zu heiß gelaufen ist. Dann werde ich erstmal ein bisschen Eragon aufnehmen und dann vielleicht noch weitermachen, wenn ich Lust dazu habe. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ich bin das Drachenblut? Ja, Gold habe ich keins, es fällt schon mal weg. Tretet beiseite, sonst sterbe ich. Ja, ich komme später wieder. Nie. Nein, eher das, ne? Ich habe Nachrichten von Helden über den Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Denn ich bin ein Überlebender. Und auf einem Niveau mit Ulfric Sturmmantel. Ja. Hier fährt jetzt gerade ein Trecker lang. Ein Auto. Ein weißes. Während wir hier einen Loading Screen haben. In Alchemielaboren können Zutaten zu nützlichen... es war schon weg. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Gesang aus dem schwarzen Sakrament der dunklen Bruderschaft. Okay, okay. Die Sagen Himmelsrands berichten von einem Helden, der das Drachenblut genannt wird. Dieser Krieger mit dem Leib eines Sterblichen und der Seele eines Drachen wurde vom Schicksal dazu auserkoren, den bösen Drachen Alduin zu vernichten.
Himmelsrand, auch Altes Königreich oder Vaterland genannt, war der erste von Menschen besiedelte Teil Tamriels. Verfasser unbekannt, die Provinzen von Tamriel. Okay, stoppt die Aufnahme mal wieder ganz kurz. Bis gleich. Da bin ich wieder. Also es vergehen dann wirklich nur ein paar Sekunden. Es muss wirklich... Jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. War das ein Streit? Ach, siehst du, ich hätte ja auch mal andere Sachen verkaufen können, um ein bisschen an Geld zu kommen. Aber wisst ihr was, wisst ihr was hier drin ist? Hier drin ist eine Schmelzhütte. Ja, ich weiß auch, wie das funktioniert. Sonstiges Eisenbahn herstellen. Ja, ja, ja. Und das erlaubt uns wiederum... So. Ein paar, also genau gesagt, drei Eisendolche herzustellen. Und das reicht vielleicht schon für die nächste Stufe. Ja. Super. Neue Stufe. Da gehen wir diesmal auf Magicka wieder. Ja. Und Schmiedekunst. Und elfische Schmiedekunst. Ja. Super. Verstärkte Rüstung. Kann Schuppenrüstung und Stahlplattenrüstungen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen. Kann Vulkanglasrüstung und Waffen. Drachenrüstung. Ja, Vulkanglasrüstung werden wir uns wahrscheinlich dann am Ende zulegen. Das müsste leichte Rüstung sein, denke ich. Gut, wir können uns also jetzt elfische Rüstungen machen. Und das werden wir, denke ich, auch im nächsten Part so langsam in Angriff nehmen. Werden wir hier auch ein bisschen Weißlauf erkunden. Aber wie gesagt, im nächsten Part. Und das bedeutet, dass dieser Part zu Ende ist. Und zum zigsten Male bis zum nächsten Part. Tschüss.